Das Lachen verging den guten Athenern, denn es geschah etwas Furchtbares. Es kam die Pest in die überbevölkerte Stadt. Ein Schiff aus Ägypten soll sie angeschleppt haben. Die Gesundheitsbehörden hatten nicht aufgepasst. Es war alles in diesen Kriegszeiten ein wenig durcheinander geraten. Es kam die Pest. Es kam die Pest und sie verbreitete sich im Windeseile. Ehe jemand noch daran denken konnte, über den Piräus Quarantäne zu verhängen, hatten sie schon auf die Menschen übergegriffen, die dicht gedrängt zwischen Hafen und Stadt, in Olivenhainen, in Zelten hausten, und ebenso schnell kamen sie in die Kasernen der Soldaten und in allen Vierteln der großen Stadt. Wer heute die ersten Beulen an sich bemerkte, war morgen schon tot. Es gab keine Hilfe und keine Mittel dagegen. Mit den 15.000 verblieben die Elitesoldaten, den Ruhm und Stolz der Stadt, starben mehr als 5.000 an dieser Krankheit. Wie viele Bürger der Stadt der Seuche zum Opfer fielen, wurde nicht mehr gezählt. Eine Flucht mit Schiffen war verboten. Es hätte auch niemand Energie, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Und die Flucht hinaus aus den Mauern in die gesunden Berge war unmöglich, denn dort draußen standen die Spartaner und schauten zu, wie die Seuche ihnen eine Arbeit abnahm, die sie selbst nicht vollbringen konnten. Da war es vorbei mit dem Spaß an diesem Krieg und mit dem hämischen Stolz auf die Schleue und die List. Und es gab keinen Ausweg, denn niemand bezweifelte, dass Sparta, welches sich eben noch mit jedem Friedenvorschlag einverstanden erklärt hätte, der nur irgendwie sein Gesicht vor seinen Bundesgenossen bewahrte, nun nicht mehr für Frieden war, nun da die Götter so offensichtlich Spartas Sache unterstützten. Es bliebe nur die Kapitulation. Aber die Athener kapitulierten nicht. Sie organisierten den Kampf gegen die Pest. Wer krank wurde, wurde isoliert. Wer starb, kam in ein Massengrab und wurde mit Erde bedeckt. Niemand durfte ohne besondere Erlaubnis von einem Stadtteil in den anderen gehen. In allen größten öffentlichen Gebäuden wurden Hospitäle eingerichtet. Die Menschen in Athen kämpften gegen die Pest und jedem Einzelnen war klar, dass Kapitulation vor den Spartanern sinnlos blieb. Denn der erste Punkt in jeder Kapitulationsurkunde wäre gewesen, niemand verlässt die Stadt, ehe die Krankheit nicht erloschen ist. Wenn damals Menschen in Athen verzweifelten, verzweifelten sie in ihrem stillen Kämmerlein. Wer öffentlich die Nerven verlor, war des Todes. Perikles hielt die Stadt fest in seiner Hand. Seine Unbeugsamkeit, seine Ruhe und Besonnenheit wirkten Wunder. Er blieb ruhig und besonnen, auch als die Pest auf seine Familie übergriff. Es starb sein ältester Sohn, danach starb seine Frau Aspasia. Und im zweiten Jahr der Seuche starb er selbst. Er wurde genau wie allen anderen Toten in ein Massengrab verscharrt. Heute, nach 2,5 Jahrtausenden, nennt man die 30 Jahre, die er die Regierung Athens leitete, die periklische Zeit. Unter seiner Herrschaft wurde Athen mächtig. Die Reichen wurden so reich und auch die Armen bekamen so viel ab, dass sie deutlich besser gestellt waren als die Armen in jeder anderen griechischen Stadt. Athen wurde eine prächtige Stadt, eine Stadt mit schönen Tempeln, mit großen Theatern, mit marmornen Bädern, mit breiten Straßen und strahlenden Plätzen, mit unzähligen Götterbildern und Darstellungen der Helden und ihrer unsterblichen Taten. Athen wurde eine farbenprächtige Stadt, die Besucher aus aller Welt anzog, von Thrakien, Kleinasien, Unteritalien. Von überall her kamen Gelehrte und Künstler in das Reich Athen, angezogen vom Glanz und Schimmer und von der generösen Freigebigkeit, der in diesem Staat herrschenden. Die Reeder, die Großkaufleute und Unternehmer waren mit ihrem Perikles sehr zufrieden und selbst der alte Adel, die Großgrundbesitzer und die Hohepriester fanden sich mit ihm schließlich ab, denn sie hatten in ihren eigenen Reihen keinen Politiker, der auch nur annähernd in gleicher Weise Einfluss auf das Volk auszuüben verstand. Sie konnten niemanden wirkungsvoll ihm entgegenstellen. Das einfache athenische Volk aber war, je länger er regierte, umso weniger mit ihm zufrieden. In dem Jahr, in dem dieser schreckliche Krieg gegen Sparta begann, hatte er auch in seiner eigenen Partei schon viele Gegner. Besonders aber der ländliche Teil der Bevölkerung, arme und begüterte Bauern und Grundbesitzer, die schon immer zu den konservativen politischen Kräften gehörten, waren empört über die Strategie des Perikles, der ihre Existenzgrundlage vernichtet hatte.
Eine Kluft zwischen den ländlichen und städtischen Bevölkerungen Attikas hatte sich aufgetan, der Periklis immer schwer mit seiner Persönlichkeit überbrücken konnte. Er war ein ehrgeiziger Politiker, ein überzeugender Redner und ein gebildeter Mann, und er starb so rechtzeitig, dass ihm alles Unglück, welches er über Athen heraufbeschworen hatte, nicht mehr in Rechnung gestellt wurde. Unmut, Verachtung und Zorn wird von vielen Historikern, die diese Zeit beschreiben, über dem Haupte seines Nachfolgers abgeladen. Über den Haupte des Gerbermeisters Kleon, der nach dem Tode des Perikles die Führung der Demokratischen Partei und damit die Führung Athens übernahm. Kleon, ein unwissender, roher Demagoge, der Liebling des großen Haufens. Ein Großmaul und Prahler durch Aristophanes, den großen Komiker der Zeit, dem Spott und der Verachtung preisgegeben. Ein Mann ohne Erziehung, von niederer Herkunft. Der gottverhasste Gerber, der lästerliche Schreier, der Haushofmeister des Volkes. So urteilten reaktionäre Geschichtsschreiber über diesen Mann. Er hat die Sache Athens in traurigste Verwirrung gebracht, und das allein ist ein so ungerechtes Urteil, dass er jeden wahrsinnigen Menschen empören müsste. Denn als Perikles starb, war die Sache Athens bereits in einer solch traurigen Verwirrung, wie es sich die ärgsten Feinde dieser Stadt nur wünschen konnten. Kleon organisierte den Kampf gegen die Pest. Er organisierte die Verteidigung der Stadt gegen die belagernden Spartaner, die 6 Jahre lang in jedem Frühjahr in Attika erschienen, um Athen vom Lande her einzuschließen. Kleon stärkte die Flotte und wahrte die Festigkeit des Seelischen Bundes. Die große Insel Lesbos trat auf die Seite Spartas über. Kleon führte selbst den Feldzug gegen die Lesbier, eroberte die Insel und strafte die Verräter. Er wiegelte die Messenier gegen Sparta auf und baute den Felsenhafen Pylos in Messenien zu einer Festung aus, die Sparta vom Lande aus nicht einnehmen konnte. Auf der kleinen Insel Spakteria schloss er ein spartanisches Heer ein, dem 420 Söhne der vornehmsten lakonischen Familie angehörten, und zwang sie durch Aushungerung sich zu ergeben. 420 vornehme Spartaner wurden athenische Gefangenen. So etwas gab es noch nie. Denn bisher hatte der spartanische Adel immer den Tod der Gefangenschaft vorgezogen. Und es geschah auch nur, weil sie auf ihrer kleinen steinigen Insel durch lange Hunger zu schwach geworden waren, weiterzukämpfen oder sich selbst zu töten. Das geschah im 7. Kriegsjahr und erschütterte die Spartaner so sehr, dass sie Athen um Frieden baten. Kleon, im Rausch des Erfolges, lehnte einen Friedensschluss ab. Die Dinge in Hellas hatten sich so zugespitzt, dass ihm mit einem Frieden, der den Zustand vor Kriegsbeginn wiederherstellte, nicht geholfen schien. Er glaubte daran, dass Athen den Krieg mit einem vollen Erfolg beenden könne. Hatte man deshalb diesen schrecklichen Pest überstanden, glänzende Siege erfochten und große Opfer gebracht, um jetzt einen faulen Frieden zu schließen. Die athenische Flotte war intakt. Die Belagerung der Stadt hatte sich als unwirksam erwiesen. Mit dem Admiral Demestonis stand Kleon ein erfahrener Soldat zur Seite, der eine glückliche Hand in allen Unternehmungen bewies und der auch zur Weiterführung des Krieges riet. Sollte man da kurz vor einem vollen Erfolg einen halben Frieden schließen? Im 8. Jahr des Krieges änderten die Spartaner ihre Taktik. Sie sahen ein, dass sie Athen von Lande her nicht erobern konnten. Sie schickten ein Heer durch Thessalien und Makedonien nach Thrakien und zum Hellespont. Sie wollten Athen von seinen Versorgungshäfen abschneiden und die Getreideschiffe aus dem Schwarzen Meer nicht mehr durch die Meerenge lassen. Als die Athener die Absicht der Spartaner erkannten, wussten sie, dass es hierbei um eine kriegsentscheidende Sache ging. Das spartanische Heer kam schnell voran. Sie waren freundlich zu allen Verbündeten Athens, durch deren Land sie marschierten. Und die Verbündeten Athens waren schon lange keine Freunde dieser Stadt mehr. Überall, wo die Spartaner erschienen, wurden sie herzlich aufgenommen. Niemand auf ihrem langen Weg hielt zum Delischen Bund. Die Spartaner marschierten so schnell vorwärts, dass der athenische Admiral Thukydides, der von der Insel Thasos aus mit einer starken Flotte nach Amphipolis segeln wollte, um diese wichtige Hafenstadt in Thrakien zu verteidigen, um Stunden zu spät vor der Stadt erschien. Sie war schon in spartanischer Hand. Damit fiel die ganze thrakische Küste, Abdera, Aienos, bis hin zum Hellespont. Kleon wütete gegen Thukydides, den Oberbefehlshaber Ägäis Nord, und sorgte dafür, dass er als Admiral abgesetzt und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wurde
Obwohl alle Eingeweihten wussten, dass Thukydides unschuldig war. Denn sofort, nachdem er den Einsatzbefehl erhielt, hatte er sich am Amphiphilos aufgemacht. Die unwahrscheinliche Schnelligkeit des spartanischen Vormarsches war nicht vorauszusehen. Lag Trödelei beim Oberkommando der Flotte vor, hätte Thukydides bei einigem guten Willen einen halben Tag früher in Amphipolis sein können. Niemand konnte das damals abwägen und erklären. Dieser Thukydides im Jahre 424, als er in Athen verurteilt wurde, ein Mann von 36 Jahren, ein Seeoffizier aus einer reichen, adligen Familie, kam von Thrakien nicht mehr in seine Heimatstadt zurück, weil er voraussah, dass gegen dieses Todesurteil des athenischen Gerichts jeder Einspruch hoffnungslos war. Er ging zum König von Makedonien und schaute dem Fortgang des großen Krieges von dort aus zu. Er begann in Makedonien ein Buch zu schreiben, der Peloponnesische Krieg. Es ist das erste Geschichtsbuch Europas, das ein großes historisches Ereignis eingehend, sich um Objektivität bemühend und sachlich richtig schildert, ohne die mythischen, märchenhaften Verbrämungen, die Herodot und seine Leser liebten. Wenn wir die Kultur Europas von ihren Anfängen bis in unsere Tage als eine Einheit betrachteten, und sie ist eine Einheit trotz der tausendjährigen Nacht des Mittelalters, wie man den Versuch der christlichen Kirchen bezeichnet hat, die Kontinuität der kulturellen Entwicklung zu unterbrechen, dann ist Thukydides der erste in der langen Reihe von Historikern, der den Versuch macht, Geschichte wissenschaftlich exakt aufzuschreiben. Der erste und vielleicht noch immer einer der größten. Vom Standpunkt der Geschichtswissenschaft aus gesehen war es ein Glück, dass er bei Amphipolis zu spät kam und seinen Beruf als Admiral der athenischen Flotte an den Nagel hängen musste. Er wurde Beobachter und Chronist und schuf einen Schatz für alle Zeiten. Er erklärte, dass er ein Werk schaffen wollte, aus dem alle Menschen für immer lernen könnten, wie töricht und dumm, wie tapfer und verworren diejenigen sind, die sich durch Krieg uns zugrunde richten. Er schuf dieses Werk in der Hoffnung, dass diejenigen, die nach ihm kommen, aus der Geschichte lernen. Es ist nicht seine Schuld, dass er das nicht geschehen ist, wenn auch weiterhin die Menschen sich töricht und dumm, tapfer und verworren durch Kriege zugrunde richten. Thukydides war der erste bedeutende Prosaist des Abendlandes. Er war von großer Wahrheitsliebe, auch wenn er es nicht über sich brachte, den Gerber Kleon, der ihn zum Tode verurteilen ließ, ohne Ressentiment zu beurteilen. Kleon wusste, was es für Athen bedeutete, wenn der Hellespont von Sparta gesperrt wurde. Er übernahm selbst den Oberbefehl über eine Flotte, die nach Thrakien fuhr, um das spartanische Heer zu bekämpfen. Er unternahm den Versuch, die Hafenstadt Amphipolis zurückzuerobern und wurde vor den Toren dieser Stadt im Kampf getötet. Auch der spartanische König Brasidas fiel in diesen Kämpfen. Kleon war tot. Die Spartaner schlugen erneut einen Friedensschluss vor. Der Athener Nikias, der Nachfolger Kleons, nahm den Friedensvorschlag an. Im Jahre 421 vor unserer Zeit wurde für die Dauer von 50 Jahren Frieden geschlossen, der Frieden des Nikias. Der Zustand vor Beginn des Krieges wurde wiederhergestellt, aber die Beiträge zum Delischen Bund wurden auf die Höhe reduziert, die vor 50 Jahren auf der Gründungsversammlung festgesetzt worden war. Und die Mitgliedschaft im Bund war freiwillig und konnte von Athen nicht mehr erzwungen werden. Vergab sich Athen etwas mit diesem Frieden? Vergab sich Sparta etwas? Ich glaube es nicht. Aber alle Bundesgenossen Spartas, vor allem Korinth, waren mit diesem Friedensvertrag unzufrieden. Kleon war tot, unser Nachfolger war der Admiral Nikias, der Unterzeichner des Friedensvertrages. Alle Historiker sind mit Thukydides der Meinung, dass dieser Nikias ein herzlich unbedeutender Politiker und ein sehr vorsichtiger, wenn nicht sogar ängstlicher Soldat gewesen sei. Nikias steht vor Kleons Tod an. Von dem Zeitpunkt an, als ihm durch das Ausscheiden des großen Volkstribun die Möglichkeit gegeben war, an die erste Stelle im Staate zu treten, im Schatten eines anderen.